Solche Leute gibt es auch, die sagen, das ist die Leerheit, das ist die absolute Wirklichkeit. Und ich habe das erfahren. Und in dem Moment, ja, wer spricht da? Wer reklamiert diese Erfahrung für sich? Solche Leute gibt es auch, die sprechen von ihrer Leerheitserfahrung. Und was war das für eine Erfahrung? Da gibt es gar kein Ich. Ich existiere gar nicht. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann liegt es daran, dass du es noch nicht erfahren hast. Ich hab's erfahren. Mich gibt's gar nicht. Wenn es einem nur darum geht, die Subjekt- und Objekttrennung zu durchbrechen, das geht vermutlich auch mit Drogen oder selbst Alkohol, ne? Und dann weiß man unter Umständen auch nicht mehr, wo die Wohnung ist, wo man das Auto geparkt hat und wer man ist, wie man heißt. Vor ein paar Wochen, als ich in Halle war, da gab es auch einen, der mitten in der Nacht auf der Straße ans Tor klopfte und er wusste noch nicht mal, wer er ist, ne? Und dann sagte ich dem Dirk auch, ja, da ist Bodhidharma aus Indien gekommen. Da hat der Bodhidharma aus Indien bei uns an die Tür geklopft. Also eine gute Portion Alkohol kann einen auch in diesen Zustand der absoluten Wahrheit befördern, ne?